Hallo liebe KiCad-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Und ich möchte langsam mal einsteigen in die 3D-Konstruktion. Das ist auch für mich Neuland, das muss ich vorher erwähnen. Und dazu sind einige Vorbereitungen nötig, das Programm hier zu installieren, nämlich FreeCAD. Und es gibt derzeit die Stable-Version ist 0.17, die 0.18 ist aber bereits angekündigt und wird also demnächst auch als Stable-Release rauskommen. Das heißt, es empfiehlt sich hier von vornherein schon die 0.18 zu installieren, da diese demnächst als offizielle Stable released wird. Für die Windows-Fraktion gestaltet sich das recht einfach. Ihr geht auf die FreeCAD-Webseite und könnt dann hier auf freecadweb.org die Installation oder den Download aufrufen und dieses Programm als Setup-Exe herunterladen und installieren. Für die Linux-Freunde unter euch, ihr führt bitte zumindest was die Unix oder die Ubuntu Mint-Fraktion betrifft, hier die sudo add apt repository, dieses ppa FreeCAD Maintainers FreeCAD Daily. Das solltet ihr entsprechend diese Befehle hier auf der Konsole ausführen. Als Alternative hier unter Mint Linux kann man auch mit der Aktualisierungsverwaltung Anwendungspaketquellen hinzufügen. Dazu muss ich mein Root-Passwort eingeben. Und ich kann jetzt hier PPAs hinzufügen und gehe hier auf Hinzufügen und kann also dann direkt dieses PPA hier mit Copy kopieren und einfügen. Hier setzen, mit OK bestätigen. Ich breche das ab, ich habe das schon drin. Ihr müsstet dann mit OK bestätigen und geht anschließend hier auf den Button Aktualisierungen auffrischen oder auffrischen und dann installieren das Ganze und damit wird FreeCAD installiert. Wenn FreeCAD installiert ist, geht es weiter. Wir starten das Programm FreeCAD. Ihr seht hier die Installation FreeCAD Daily. Doppelklick. Jetzt wird die Variante 0.18 geladen. Und wir müssen hier oben in die Werkzeuge-Leiste gehen und wir brauchen hier den Add-on-Manager. Und jetzt werden alle Workbenches geladen. Ich ziehe das hier mal größer. Die also verfügbar sind, die über diesen Add-on-Manager geladen werden können. Ja, haben wir hier verschiedene Workbenches, die also als zusätzliche Workbenches in KiCad hineingeladen werden, ja, und dann haben wir hier KiCad Step Up Mod und wir sehen hier hinten schon installed. Ich zeige es mal hier an dem Lattice 2. Wenn ich das jetzt hier anklicke, habe ich hier unten den Button Install Update, den müsste ich jetzt anklicken. Ihr macht das dann natürlich hier für KiCad Step Up Mod. Unten auf Install Update, dann wird das heruntergeladen und installiert. Genauso kann ich auch zum Beispiel jetzt hier so ein installiertes Modul updaten, wenn es eine neue Version verfügbar ist. Da kriege ich auch automatisch den Hinweis von FreeCAD, beziehungsweise hier mit Remove könnte ich jetzt diese Step-Up Workbench wieder deinstallieren. So, das sollte bis hierher auch kein Problem sein. Wir schließen das Ganze. Als nächstes müssen wir uns mal in die Einstellungen begeben und als erstes hier oben haben wir die allgemeinen Einstellungen. Bitte ich die Bildgröße mal ein bisschen hier, also die Bildgröße und die Symbolleisten kann man hier mit Pixel in der Größe anpassen. Das empfiehlt sich, um besser zu sehen oder beziehungsweise besser die Symbole zu erwischen, da doch viele Symbolleisten, sehr, sehr viele Symbole haben. Das kann man jetzt hier größer oder kleiner machen, je nachdem, was von der Bildschirmauflösung man hat. Wählt euch da mal das Beste aus, das macht das Arbeiten sehr einfach. Dann haben wir hier
noch verschiedene Einstellungen. Da kann man mal durchgehen, was für einen noch interessant ist. Was ich euch aber noch zeigen möchte, ist die. Moment, wo ist es? Hier. Unter Anzeige, die 3D-Navigation hier, stellt ihr bitte dieses Gesture ein. Das ist ganz wichtig. Und hier dann Trackball, das ist auch gleichzeitig als Maus zu sehen. Das ist diese Bewegungsnavigation im Programm für FreeCAD, die auf einer Maus basiert. Wer natürlich jetzt hier irgend so eine andere 3D-Navigation gewöhnt ist, kann die natürlich hier auch auswählen. Problem ist, unter Umständen sind dann Tasten oder Maustasten und auch Tastaturtasten anders belegt und haben ein anderes Verhalten. Also hier die Tutorials werden von mir hier mit Gesture erstellt. So, das wäre eigentlich dazu zu sagen. Wir wenden das Ganze mal an und beenden mit OK. Und wenn wir jetzt hier mal unsere Workbench KiCad Step-Up auswählen, das ist hier unten die letzte. Dann sehen wir jetzt, hier werden eine ganze Menge Buttons geladen und wir gehen nochmal in unsere Einstellungen. Ich muss aber wie gesagt dazu die Workbench auswählen. Dann sehen wir hier auch in den Einstellungen werden jetzt die Einstellungen zur KiCad Step-Up GUI angezeigt und ich könnte jetzt hier oder muss hier einmal den 3D-Folder angeben, wo meine mitgelieferten 3D-Packages installiert sind. Der ist meistens schon richtig und ich habe mir hier zusätzlich als Sekundärfolder zum Arbeiten, da dieser ja hier von den Systemdaten meistens schreibgeschützt ist, das ist bei Windows genauso, habe ich mir hier als Sekundär mein Home KiCad und 3D-Ordner angelegt und ihr müsstet das dann ebenfalls machen. Linux dann Home, Username, KiCad, 3D-Ordner, den habe ich noch vorher erstellt mit dem Datei-Explorer in meinem KiCad-Ordner. Für Windows wäre das dann eben C-User, Username und so weiter. Ja, das wären erstmal die wesentlichen Einstellungen. Man dann zum Schluss mit OK bestätigen. Und wir könnten jetzt anfangen zu arbeiten, aber das soll erstmal das nächste Video werden. Richtet das erstmal ein. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentarleiste. Und dann schauen wir mal, wie wir hier unsere ersten 3D-Modelle hinbringen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim FreeCAD installieren. Ich empfehle auch, den Link in der Videobeschreibung zu nutzen. Das ist vom Harald eine Tutorial-Serie zu FreeCAD allgemein. Die würde ich euch empfehlen. Schaut euch das mal an, denn FreeCAD ist nicht trivial zu erlernen. Das nur als Hinweis. So, viel Spaß bei FreeCAD und KiCad. Bis zum nächsten Mal.